die Leute, die sich hier anstellen, die wollen alle God of War sehen. Ich habe das schon gemacht und war ein kleines bisschen enttäuscht, weil es gab eben nur das zu sehen, was schon auf der Pressekonferenz von Sony auch zu sehen war. Allerdings ein bisschen anders. Sie haben es uns live vorgespielt und man hat da schon ein bisschen ein paar Details mehr erfahren. Zum Beispiel ist es so, dass dieser kleine Junge, der mit Kratos eben da rumläuft, der wächst im Spielverlauf, wird größer, wird stärker, kann neue Waffen benutzen, kann seinen Bogen mit neuen Pfeilarten aufladen und so weiter und so fort. Und ganz wichtig, es gibt Crafting in God of War. Das heißt, man sammelt jetzt nicht nur irgendwelche grünen Orbs oder so, sondern man sammelt richtige Ressourcen, irgendwie Stahl oder Runen, die man dann in seine Axt einbaut. Da gibt es sogar so 3 Slots, das sieht man sogar schon. Und es ist noch nicht ganz klar, wie das Crafting funktioniert. Da wollen die Entwickler sich einfach nicht, die wollen das jetzt noch nicht erzählen, aber man kann da natürlich spekulieren, dass man eben dann Waffenverbesserungen baut, dass dann die Axt halt einen anderen Elementarschaden hat, solche Geschichten. Außerdem wird es bestimmt wieder einen Rollenspielaspekt geben, also mit XP. Man hat ja schon gesehen, selbst der Sohn sammelt ja Erfahrungspunkte gleich in dieser ersten Prolog-Mission. Und das wird sich durch das ganze Spiel ziehen. Der wird immer stärker und so weiter und so fort. Das soll auch dazu beitragen, dass man eben sich sehr verbunden fühlt. Denn wie die Leute von Santa Monica Studios erzählen, ist es eben wirklich eine Vater-Sohn-Geschichte. Sie wollen da auch sehr, nicht auf die Tränendrüse drücken, aber das sehr emotional machen. Das heißt, eben diese Beziehung zwischen Vater und Sohn wird eine große, große Rolle spielen. Das klingt ja schon mal ganz gut bei einem God of War, das ja immer, seien wir mal ehrlich, jetzt halt vor allem von seiner brachialen Action und geilen Grafik gelebt hat. Ansonsten, Release-Datum gibt es noch nicht. Das noch ganz wichtige Info, obwohl es einfach nur God of War heißt, ohne Untertitel, ohne Zahl, ist eine Fortsetzung von God of War 3, spielt also danach. Aber sie machen es ja halt, irgendwo einen Neustart der Reihe, denn vor allem die Kameraperspektive hat sich ja extrem geändert. Es spielt sich eigentlich wie das neue Tomb Raider. Das heißt, mit der Kamera eben auf Schulterhöhe und man muss sehr viel rumgucken. Es gibt sogar optionale Wege. Wie gesagt, da gibt es ja halt diese Ressourcen. Und, was wir auch gesehen haben, das wird richtig mit Quests gemacht. Also es gibt anscheinend dann auch ein Quest-Logbuch, wo man dann Nebenquests hat. Ein Beispiel aus der Präsentation war zum Beispiel 7 Idole zerstören. Das klingt jetzt noch nicht so kreativ, aber ich bin da recht zuversichtlich, dass sie da auch schon ein bisschen was anderes noch haben. Irgendwo mal eine Höhle, wo man dann noch einen besonderen Gegner niederringen kann, aber das halt nicht muss, sondern alles optional ist. Also, sehr gut, sieht fantastisch aus und das wird höchstwahrscheinlich der nächste PlayStation 4-Hit.